Moment. Ich glaube, 8. Stock war's. Ja. Halte durch. Oh Gottes Willen. Hups. Soweit bin ich noch nicht. Hier bin ich jetzt, genau. So, da wäre der nächste. Eine Kieferbeere. Der begutachtet die Vase. Oh, eine Äther wäre nicht blöde. Jum, was hau ich denn da weg? Ich könnte mal die Schals oder so bunkern. Perle könnte ich verkaufen. Ja, wirklich alle Abyssplatte und Abysszahn. Holzkohle für Feuerattacken. Hackattack für Flug. Hackattack für Flugattacken. So, hier, das ist ein Äther. Hallo? Ach, du bist der Letzte. Immerhin. Michi Brava. Fegekick? Bam. Aha. Sehr interessant. Und nochmal. Ha ja. Ein Tink schwul ist. Da fliege ich wieder weg. Oh, das war eine gute Idee. Ah, wirklich. Na gut, dann Stein. Oder so. Danke sehr. Oh ja. Google. Oh. Wenigstens habe ich jetzt ein Konto auch gegen Google Hoops. Ja, du bist nicht der Einzige, der versagt hat. Alle haben versagt. Nee. Eigentlich war es überflüssig, aber hey. Ja, und es kommt noch härter. Alapi. Hey! Nur der ist auch Patrick, der sagt. Na warte. Och komm. Ist das ein schlechtes Omen oder was? Oh. Das hat meine KP um die Hälfte wechseln. Death Metal. Das passt eigentlich auch ziemlich gut, weil ja, man sieht es an den Zehen. Ja, ja, Heilung. Psychokinese. Auf Angriff, aber nicht auf Verteidigung getrennt. Ein Nidorino. Ach, das geht. Los, Patrick, mach den Trainer Patrick fertig. Sehr effektiv. Und besiegt. Sehr gut. Ja, du hast verloren, falls es dir nicht aufgefallen ist. Den habe ich. Der ist normal. Komme ja eigentlich ziemlich gut voran hier. So. Ist da nichts? Dazwischen vielleicht? Nö.
Aber ich kann mich nochmal heilen, das ist auch gut. Dum, dum, didel, dum. So, öffnen. Obwohl, ich mag den eigentlich auch gleich kaputt. Oh, der hat eine gute Sicht. Ja, das ist richtig. Leider sind leider schon ein paar davon geschieden. Oh, Lidian, perfekt. Da haben wir... Manchmal verstehe ich die Initiative der Pokémon nicht. Naja. Wie sagt's noch? Ja. Flieg und Sieg. Oh, Triplette. Da hab Fliegen. Mit Volltreffer. Oh ja, 35. Granbull, ja. Das kann ich auch kaputt machen. Oder hatte das, finde ich, irgendwie böse Attacke? Ach komm, nicht missen hier. Wertewechsel. Tausch die Fähigkeit mit dem Gegner. Was ist jetzt meine Fähigkeit? Ich werde es nie erfahren. Okay, Patrick wird mein neuer Kampf-Normal-Konter. Ist ja auch was. Moment, habe ich die Pflanzen da oben schon gecheckt? Nö, hey, Top-Schutz. Ja. Nö. Wahlband. Das könnte ich noch weghauen. Bin leider auch so ein dummer Sammler, der sich alles, ja, aufgeholt quasi, also aufbewahrt. Obwohl, Taubschutz brauche ich nicht mal. Ich will mal einen Shiny sehen hier. So. Bin ich kurz verwirrt? Ah ja, da wollte ich hin. Hallo. Aha. Versuch's doch mit dem Weberack. Haben Starheim in dein Gesicht. Goldkick. Ich könnte fast Ico rausschicken, aber der Blättertanz ist dann noch zu riskant als so Weekends. Nebelball, spuck es an. Mit. Ach. Alter, wie oft hat Nebelball schon einen Volltreffer gehabt? Togepi. Ja, Patrick, was machst du? Patrick ist auch bald schon auf Teamniveau. Sehr schön. Da. Kick dich weg. Anstoß. Tor. So. Das sollte ich vielleicht mal aufmachen. Das auch. Warum bin ich da... Was soll der Raum da? Ist denn das Geheimnis? Ist da ein Telefon? Na gut, nächstes Stockwerk. Wir haben es bald.
Items! Ja, klar. Ein Banett. Uho. Hammstein. Obwohl Erdbeben wäre stärker gewesen. Oh. Ein Wickel ausnutzen, ja genau. Ich glaube, mit Erdbeben hätte ich sogar gewonnen, aber... Alles nur Theorie. Jo, erschockt. Wow. Eine noch eine Küstenschale? Eine Butterbeere, irgendwas mit Butter. Und noch ein Kampfknochen. Muss ich dann auch mal verkaufen hier. Ah ja, Pflanzen checken. Und den habe ich irgendwie ignoriert. Na, 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 na. Quapuzzi. Nicht gerade eine gute Wahl, Patrick, aber der Erdbeben wird es wohl tun. Das hier. Die Erdbeben-Attacke. So. Ja, reicht. Relikat, Relikat. Ich glaube, das würde sogar Zapdos zerlegen, aber. Wow, da merkt man den Verteidigungsunterschied. Das war lächerlich. Da, Kickback. Wahnsinn, Wahnsinn. Klar, auf 37 lernst du eine neue Attacke. Wenn überhaupt. Enigma-Beere. Oh, 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 Moment. Enigma ist, glaube ich, die super seltene. Muss ich das kurz abchecken? Jo. Da! Oh. Spezifär Init-Verteidigung habe ich dabei. Okay. Naja. Und offen. Und da ist nur sie. Ignoriert. Beleber brauche ich nicht. Aber ich brauche. Ich könnte es für Geld gebrauchen. Nah. Ein Termin beim Boss? Nö, den habe ich nicht. Mein lieber Fackeltrüppel mit Ampharos. Super. Schönes Fressen für Patrick. Der macht alles platt. Na, na. Wie nett. Lorblatt. Gegen dich habe ich auch was Feines. Ach, du willst auch fliegen? Beziehungsweise, ja. Och nein. Geh auch daneben. Okay, wäre es ein Solarstrahl gewesen, hätte ich jetzt Angst gehabt, aber das war eh nix, also. Okay. Mehr Schein als sein. Rasa. Flieg auch weg. Oh shit! Bitte triff. Alter, hat dich da jetzt Glück. Das war jetzt schon frech. Also Glück im Unglück quasi, also passt das schon. Jetzt probiert es irgendwie nur aus. Egal, weg damit. Auf die Nase.
ohne Volltreffer diesmal. Patrick, da hattest du nochmal Glück. Okay, Arcani. Das machen wir mit einem sicheren Erdbeben kaputt. Dass Fliegen so oft verfehlt, ist eine Frechheit. Oder schauen wir mal. Wie hoch ist die Quote? 95. Ja, weg mit dem Arcani. Und her mit dem Level Up. Und hatte ich recht? Nö. Ja, danke fürs Durchlassen. So, jetzt bin ich mit dem fertig komplett. Jetzt gehe ich nochmal heilen. Aber jetzt, ich glaube, ich kann Iku jetzt den EP-Teiler geben. Obwohl. Noch nicht ganz. Warten wir noch. So, hier geht's um. Ach ja, ich weiß schon. Es wird Zeit, Andi zu kloppen. Los geht's. Ja, Team Rocket hat mich aufgehalten. Bist du ein Hellseher? Na, es hat mein Schnarri gekillt. Ja, das bin ich. Hoffentlich. Mach dich fertig. Ja, du mit deiner arroganten Pose hier. Ach du Scheiße! Da kann mir keiner was sagen, dass ich überlevelt bin. So, Death Metal, weil Patrick lasse ich da nicht draußen. Das war eine gute Idee. Ja, ja, Heilung und so. Gut, schmeckt eine Finsterfaust. Ha ja. Ja, das tut weh, weil Metagross ist schwer und so. Ja, ja, wieder Heilung. Und bäm. Uiuiui. Ui, ui. Das Vieh. Mantax. Ah, das könnte ich sogar kaputt machen, weil Mantax hat derbe, derbe Spezialverteidigungswerte, aber schlechte Verteidigungswerte. Und das muss ich mir jetzt zunutze machen. Und es scheint immer noch die Sonne. Haben Stein. Ha. Hatte recht. Ein Junglud. Es kommt drauf an, ist das Junglud schnell. Oh Gott, Level 40, was? Wieso hat der ein Junglud auf Level 40? Jetzt habe ich ein Problem. Das muss jetzt Mutze Junior machen. Komm, los. Autsch, autsch, autsch. Shit. Das habe ich jetzt nicht durchdacht. Death Metal. Oh, da hast du dir aber ein doofes Junglud angeschleppt. Aber so ein richtig doofes. Da schmeckt das. Oh, besiegt, meine Güte. Ich habe die Dürre jetzt ein bisschen zu sehr außer Acht gelassen und meine Fronttränen sind auch wären da jetzt auch schwach. So, Patrick, mach das Elektroball platt für dich, habe ich ja. Ich habe ja jetzt, ja, bin für dich extra erlernt. Irgendwas. Kann ich mehr reden. Na. Setz einfach RP. Oh Gott, ein singendes Elektroball. Das muss schnell weg. Gut, gut.
Ach ja, der hat ja einen Raikou. Was mich einschläfern kann. Dazu sage ich einfach nur nein. Juhu! Das tat für den ziemlich weh. Okay, Patrick ist hitzig, da ist die Spezialverteidigung nicht hoch. Och komm. Und Dürre ist jetzt auch noch dauerhaft. So. Nochmal Pokéflöte, weil es so schön war. No, 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 no. No, 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 no. Juhu, nochmal. Nicht brennen. Erdbeben. Haha. Das war wohl nix. Weg mit dir. Das wäre fast eine Endlosschleife geworden. Aber zum Glück ging das mal daneben. Und Patrick erreicht... Oh Gott. Du bist ein Panzertier, ich weiß. Aber du musst dich nicht gleich verkriechen wie eins. Ich kriege da auch noch ein Gratis-Vieh. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, tschüss. Hallo?